Hallo zusammen, Sie haben von mir dieses Blatt bekommen zum Üben für die Klassenarbeit und wir fangen hier an bei der Aufgabe 1 mit dem Ablesen von Geradengleichungen. Das möchte ich Ihnen hier nochmal erklären, falls Ihnen das noch unklar sein sollte. Sie wissen, eine Geradengleichung hat immer diese gleiche Struktur, nämlich mx plus b. Wir müssen also, um die Funktionsgleichung hier festzulegen, ein m und ein b bestimmen und Sie wissen hoffentlich noch, dass das m hier die Steigung ist und das b gibt uns den y-Achsenabschnitt an. Dann brauchen wir diese Werte hier eigentlich in dem Koordinatensystem nur abzulesen. Die Funktion f ist diese hier und da brauchen wir jetzt eben die Steigung, den y-Achsenabschnitt. Ich fange an mit dem b, das ist hier eben gerade 0, weil wir durch den Ursprung verlaufen. Und nun lese ich die Steigung ab. Dazu brauchen wir ein Steigungsdreieck, das wir einzeichnen können. Suchen uns also einen Punkt auf dieser Geraden, den man gut ablesen kann. Ich nehme jetzt diesen hier bei 2 und minus 1,5. Und wenn ich da das Steigungsdreieck einzeichne, dann sehen Sie, dass ich eben hier 2 nach rechts gegangen bin und 1,5 nach unten. Also schreibe ich hier minus 1,5 hin. Und daraus resultiert eine Steigung von minus 1,5 durch 2. Das mache ich Ihnen hier mal als Nebenrechnung. Das m von dem f ist also minus 1,5 durch 2. Das können Sie so natürlich nicht stehen lassen. Am besten erweitern Sie das Ganze mit 2, dann sind Sie bei minus 3 Viertel. Im Zweifelsfall tippen Sie es natürlich in den Taschenrechner ein, aber ich denke, das können Sie auch noch so. Genau grundsätzlich gilt ja bei dem Ablesen hier von diesen Steigungsdreiecken, dass Sie immer einen Zähler und einen Nenner bestimmen. Und den Nenner gehen Sie im positiven Sinne nach rechts und den Zähler gehen Sie im positiven Sinne nach oben. Wenn sich jetzt eben eine Richtung von diesen beiden geändert hat, wie es hier ist, müssen Sie da ein negatives Vorzeichen dazusetzen. Gut, damit haben wir die erste Gleichung hier schon bestimmt. Das sind also minus 3 Viertel x plus 0, könnte ich schreiben, lasse ich aber weg, plus 0 braucht man nicht hinzuschreiben. Dann geht es weiter mit der Gerade g. Das ist diese hier. Die hat jetzt hier den y-Achsenabschnitt, also gerade bei minus 1,5. Und auch hier suche ich wieder einen Punkt, den ich gut ablesen kann. Das wäre zum Beispiel dieser hier. Wieder das Steigungsdreieck. Und Sie sehen schon, das ist eine Gerade, die eine positive Steigung hat, weil die ja eben nach rechts oben verläuft. Und nun müssen wir nur gucken, Sie gehen hier 2,5 nach rechts und Sie gehen minus 1,5 und noch 0,5 dazu, also 2 nach oben. Daraus kommt also die Steigung m gleich 2 nach oben, 2,5 nach rechts. Auch das bitte nicht so stehen lassen. Daraus wieder können Sie erweitern mit 2, also 4 Fünftel oder 0,8. Das ist beides das gleiche. Gut, also hier 4 Fünftel x minus 1,5 für mein b. Dann schauen wir uns die Gerade k an. K ist das hier. Das ist eine Gerade, die jetzt waagerecht hier verläuft, also parallel zur x-Achse. Die schneidet die y-Achse bei minus 2,5. Also weiß ich auf jeden Fall schon mal, dass mein b minus 2,5 ist. Und ich kann hier gar kein Steigungsdreieck einzeichnen, weil die ja keine Steigung hat in dem Sinne. Die steigt nicht, die bleibt einfach eine Parallele. Insofern habe ich hier keine Steigung und die Steigung ist 0. Ich könnte es jetzt so lang hinschreiben, 0x minus 2,5. Sieht aber auch komisch aus, 0 mal x ist eh 0, also minus 2,5. Da habe ich gar kein x in dieser Gleichung drin. Und als letztes haben wir noch die Gerade w. Und w schneidet die y-Achse an der Stelle 2. Auch hier das Steigungsdreieck. Ach, das ist sogar so ein. Dann nehmen wir gerade dieses hier bis zu dem Punkt. Also 1 nach rechts und 2 nach unten.
Also minus 2, weil ich eben nach unten gehe. Und da brauche ich jetzt gar keine Nebenrechnung. 1 nach rechts, 2 nach unten. Also minus 2 Einzel oder einfach minus 2x plus 2 für das b. Weiter geht's mit Aufgabe 2. Hier sind Ihnen drei Punkte gegeben und Sie sollen Funktionsgleichungen aufstellen von Geraden, die jetzt durch diese Punkte hier verlaufen. Die Gerade g bei der Teilaufgabe a verläuft einfach durch diese Punkte a und b. Dann berechnen Sie als erstes die Steigung zwischen diesen beiden Punkten. Da kennen Sie jetzt die Formel f von x2 minus f von x1 durch x2 minus x1. Und setzen jetzt die Werte hier ein. Also fangen wir hier an mit der 8 minus 2 durch 12 minus 9. 8 minus 2 sind 6, 12 minus 9 sind 3. Also haben Sie hier eine Steigung von 2. Dann nehmen wir das mit in die Geradengleichung. G von x gleich mx plus b. M haben wir jetzt schon bestimmt. Also g von x gleich 2x plus b. Und das b können wir noch bestimmen, indem wir hier Werte einsetzen, also ein zusammengehöriges x und g von x. Da suchen wir uns jetzt einen Punkt aus und wir nehmen jetzt den Punkt b zum Beispiel. Sie könnten auch a nehmen und setzen den ein. Das ist mein x-Wert, das ist das g von x, also 8 gleich 2 mal 12 plus b. Das sind 24 und die 24 holen Sie noch rüber. Und dann haben Sie insgesamt einen Wert von minus 16 für b und damit auch schon direkt die Geradengleichung, nämlich 2x minus 16 ist meine Gerade g von x. Bei b ist eine weitere Gleichung gesucht, nämlich von einer Parallelen zur Geraden g, die durch diesen Punkt c verläuft. Und Sie wissen schon, wenn zwei Geraden parallel sind, dann gilt für die Steigung hier m von p, dass das die gleiche Steigung hat wie die Gerade g. Also können wir hier diesen Wert direkt übernehmen, nämlich 2. Nun haben wir noch den Punkt 1, 6 und können das direkt wieder hier in p von x gleich 2x plus b einsetzen, also den Punkt c 1, 6. Das ist wieder p von x, das ist x, also 6 gleich 2 mal 1 plus b und 6 gleich 2 plus b. Wir holen die 2 noch rüber und damit haben wir ein b von 4. Also lautet die Gleichung der Geraden p von x gleich 2x plus 4. Und schließlich ist noch die Gleichung der Geraden k gesucht. Die Gerade k steht orthogonal auf der Geraden g. Und auch dazu kennen Sie jetzt schon den Zusammenhang, nämlich dass die Steigung der Geraden k dann gerade minus 1 durch die Steigung der Geraden g ist. In diesem Fall also minus 1 durch 2 war die Steigung der Geraden g, also minus 1 durch 2, minus 1/2. Und auch das nehmen wir jetzt hier wieder mit in die Geradengleichung. K von x gleich minus 1/2 x plus b. Und wir setzen jetzt wieder den Punkt a ein, 9 und 2. Also die 2 kommt hier hin, minus 1/2 mal 9 plus b. Das sind minus 4,5 plus b plus 4,5. Und dann habe ich ein b von 6,5. Oder wenn es Ihnen lieber ist, können Sie auch 13/2 schreiben. Also lautet die Gleichung der Geraden k von x gleich minus 1/2 x plus 13/2. Bei der Aufgabe 3 ist Ihnen diese Geradengleichung hier gegeben und Sie sollen die Schnittpunkte von dem Graphen KG mit den Koordinatenachsen berechnen.
Die Schnittpunkte, das heißt jetzt eben einmal mit der y-Achse. Und wir hatten gesagt, an der y-Achse ist natürlich der x-Wert gleich 0. Wenn ich nochmal hier in dieses Bild hier hochgehe, dann sehen Sie, für alle Punkte auf der y-Achse gilt, dass die x-Koordinate ja immer 0 ist, also 0, 1, 0, 2, 0, 3 und so weiter. Deswegen brauche ich für den Schnittpunkt mit der y-Achse nur x gleich 0 einzusetzen. Also berechne ich g von 0 und das sehen Sie hier automatisch, bleibt da hinten nur die 2,6. Das ist ja eben auch der Wert, der ja, unser b angibt. Also hätte ich hier diesen Schnittpunkt SY, nenne ich den mal 0 und 2,6. Umgekehrt gilt auf der x-Achse für alle Werte dort, dass eben f von x gleich 0 ist. Auch hier nochmal im Bild gesehen, eben hier 1, 0, 2, 0, 3, 0, also immer der y-Wert ist 0, also der Funktionswert ist 0. Deswegen berechne ich hier, also hier vorne setze ich eben die 0 ein, 2,4x plus 2,6 und löse diese Gleichung nach x auf. Also minus 2,6 gleich 2,4x. Und muss jetzt hier durch 2,4 teilen. Und ja, das können Sie natürlich mit dem Taschenrechner machen. Das sind 26 24stel. Und wenn ich das kürze, sind, ich habe hier ein Minus vergessen, Entschuldigung, dann habe ich hier minus 13 Zwölftel für mein x. Also resultiert daraus der Schnittpunkt mit der x-Achse. Der liegt also bei minus 13 Zwölftel und 0. Die Aufgabe B ist ganz einfach. Hier ist eben dieser Punkt Q gegeben, der die Koordinaten hat 2 und g von 2. Dieser Punkt liegt also offensichtlich auf dem Graphen. Und ich muss jetzt nur die 2 hier einsetzen, also g von 2 berechnen, um auf den y-Wert zu kommen, also auf den Funktionswert hier. G von 2 gleich 2,4 mal 2 plus 2,6 und das sind 4,8 plus 2,6 sind 7,4. Damit habe ich den Punkt Q bestimmt, 2 und 7,4. Dann ist ein weiterer Punkt gegeben, nämlich der vorne R mit x und minus 7. Da ist mir also der Funktionswert schon bekannt. Ich möchte wissen, an welcher Stelle, also für welches x gilt das. Also setze ich hier minus 7 an der Seite vom Funktionswert ein und habe dann 2,4x plus 2,6. Löse wieder auf, minus 2,6. Dann habe ich hier minus 9,6 gleich 2,4x und teile noch durch 2,4. Ja, und 96 durch 24 sind genau 4, also x gleich minus 4 ist hier das Ergebnis. Und damit habe ich eben auch den Punkt R bestimmt, also minus 4 und minus 7. Und bei Aufgabe C sollen Sie rechnerisch überprüfen, ob diese Punkte A, B oder C auf, oberhalb oder unterhalb der Geraden KG liegen. Dazu machen wir eine Punktprobe und setzen einfach diese Koordinaten mal ein in die Gleichung. Also wir berechnen hier g an der Stelle minus 1. Das sind dann also 2,4 mal minus 1 plus 2,6. Nämlich minus 2,4 plus 2,6 sind 0,2. Das heißt, ich weiß also dieser Punkt, ich nenne ihn jetzt mal Sternchen, hat also die Koordinaten minus 1 und 0,2. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Punkt A minus 1, 0,5, sehe ich ja, dass diese 0,5 hier größer sind als die 0,2. Also 0,2 ist kleiner als 0,5 und deswegen liegt dieser Punkt hier oberhalb der Geraden. Sie sollen das hier eigentlich ja nicht zeichnen, aber vielleicht hilft es hier fürs Verständnis. Wir schauen uns also an der Stelle minus 1 einen Wert an, also einen Punkt.
setzen den in unsere Geradengleichung ein, die wir da oben gegeben hatten, und bekommen jetzt eben raus, dass auf der Gerade der Punkt minus 1, 0,2 liegt. Das ist also dieser Punkt A, Sternchen habe ich den genannt, der auf meiner Geraden liegt, denn ich habe ja 2,4x plus 2,6, das ist also sowas, so eine Gerade ungefähr, die da recht steil so durchgeht. Und wenn ich jetzt das vergleiche mit dem Punkt A minus 1, 0,5, das wäre ja dieser Punkt hier, der mir gegeben war, dann sehe ich also, dieser Punkt liegt höher als dieser Punkt A Sternchen und damit oberhalb der Geraden. Sie müssen also nur die Funktionswerte vergleichen, stellen fest, der Punkt auf der Geraden, der Wert ist kleiner als der von dem gegebenen Punkt und deswegen liegt es oberhalb. Dann schauen wir mal, wie es bei dem Punkt B aussieht. Der hat die Koordinaten 2 und 7,2. Ich berechne also wieder G an der Stelle 2, überprüfe, welcher Punkt liegt denn wirklich auf der Geraden, liegt da vielleicht sogar drauf. Dann hätte ich 2,4 mal 2 plus 2,6 und das sind 7,4. Also habe ich hier den, ich nenne ihn jetzt auch mal B-Sternchen, den Punkt 2, 7,4 und vergleiche jetzt hier. Jetzt ist dieser Wert hier größer als der Wert, der mir gegeben war. Also liegt der Punkt auf der Geraden hier, hat einen höheren Funktionswert als der Punkt, der mir gegeben war. Damit hat der Punkt, der mir gegeben war, einen kleineren Funktionswert als der, der auf der Geraden liegt. Und daher liegt der Punkt unterhalb. Gut, und einen Punkt C haben wir noch mit minus 2,5. Und 3,4, also wieder g von minus 2,5, also 2,4 mal minus 2,5 plus 2,6, das rechnen Sie alles aus und kommen dann direkt auf minus 3,4 und da sehen Sie, das ist jetzt genau gleich diesen Wert, den wir da hatten, also liegt auf der Geraden. Ich kann mir auch oberhalb der Geraden dazu schreiben. Unterhalb der Geraden. Gut. Also wenn das hier noch schwierig ist, sich das vorzustellen, dann machen Sie sich auch noch mal eine Skizze und gucken eben die 7,2. Ist der Punkt, der mir gegeben war. Die 7,4 ist der Punkt, der wirklich drauf liegt. 7,2 ist kleiner als 7,4, also unterhalb. So, und bei der Aufgabe 4 geht es um eine Anwendungsaufgabe. Da ist eine Molkerei, die ihre Produkte bisher mit dem eigenen LKW ausliefert und dafür 770 Euro Fixkosten veranschlagen muss, sowie 1,8 Euro pro Auslieferung von einer Palette. Nun sollen Sie einen Funktionsterm für die Kosten und die, für die Kosten aufstellen. Also ist hier die Zuordnung, wie es hier steht. Also Sie ordnen die Anzahl der Paletten den dadurch entstehenden Kosten in Euro zu. Das heißt, Paletten ist bei uns x und das wird zugeordnet dem f von x, was hier die Kosten darstellt. Das ist ein linearer Zusammenhang, also mache ich hier einfach f von x gleich. Und jetzt können Sie die Steigung und diesen y-Achsenabschnitt direkt aus der Aufgabe entnehmen. Der y-Achsenabschnitt ist ja immer das, was fix ist, was nicht abhängig ist von der Anzahl der Paletten. Also kann ich die 770 hier die Fixkosten schon mal nach hinten schreiben. Und die 1,80 Euro, die sind ja dann, wie oft die eben reingerechnet werden, von der Anzahl der Paletten abhängig, also 1,8x stehen hier davor. Bei der Aufgabe 2 ist nun ein Logistikunternehmen, das der Molkerei die Auslieferung für 2,15 Euro pro Palette anbietet. Da ist nicht die Rede von irgendwelchen Fixkosten, deswegen lautet hier die Gleichung einfach 2,15x plus
plus 0, beziehungsweise eben es gibt keine Fixkosten hier, dann kann ich sie auch weglassen. Und sie sollen bestimmen, bis zu welcher Anzahl an auszuliefernden Paletten sich für die Molkerei ein Wechsel zum Logistikunternehmen lohnen würde. Das schauen wir uns vielleicht mal in einer kleinen Skizze an. So, ich habe hier auf der X-Achse also die Palettenanzahl und hier habe ich die Euro. Und nun kann ich meine beiden Gleichungen jetzt als gerade darstellen. Das heißt, ich habe hier jetzt die 770 irgendwo, zum Beispiel hier. Und nun weiß ich eben 1,80 Euro pro Palette. Das heißt, das ist eine steigende Gerade. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Ohne irgendwelche Werte, dass Sie einfach nur die Lage dieser beiden Geraden im Koordinatensystem erkennen. Bei der zweiten Geraden G habe ich jetzt eben keine Fixkosten, also habe ich hier eine Ursprungsgerade. Und da geht es jetzt um 2,15 Euro pro Palette. Das heißt, die Steigung hier ist größer als bei der anderen Geraden. Und dann zeichne ich die automatisch jetzt eben mit einer höheren Steigung ein, also steiler. Das sähe dann so aus. Also markiere ich hier die nochmal. Das war G und das war F. Nun ist ja gefragt, bis zu welcher Anzahl an auszuliefernden Paletten würde sich der Wechsel zum Logistikunternehmen lohnen. Jetzt das Logistikunternehmen war ja dieses hier, war diese rote Gerade. Und Sie sehen jetzt hier in diesem vorderen Bereich ist die Gerade unterhalb der grünen Geraden, also der eigenen Geraden von der Molkerei. Vielleicht mache ich das hier gerade nochmal. Also die Molkerei ist grün und das Logistikunternehmen ist rot. Soll da jetzt nicht durcheinander kommen. Gut, und dann sehen Sie, in diesem Bereich hier vorne ist das Logistikunternehmen günstiger, weil es ja eben keine Fixkosten hat, sondern einfach hier pro Palette das abrechnet. Dann sehen Sie aber, es gibt irgendwo einen Punkt, bei dem das dann eigentlich egal ist, wen ich da beauftrage, ob ich selbst mache oder jemanden beauftrage, weil an diesem Punkt hier haben wir ja die gleichen Kosten für die gleiche Anzahl an Paletten. Also, wenn ich da jetzt so runtergehe, dann lande ich hier und habe hier die entsprechenden Kosten dazu. Und Sie wissen alle, das ist der Schnittpunkt, das kann ich durch Gleichsetzen lösen. Und anschließend würde es sich dann jetzt wieder ändern hier. Also da hätte ich jetzt das Logistikunternehmen, was teurer ist als die eigene Auslieferung, weil ich ja eben einen sehr hohen Lieferpreis hier habe. Irgendwann habe ich diese 770 Euro wieder wettgemacht sozusagen. Und dann kann ich eigentlich besser selbst ausliefern. Und Sie sollen jetzt gerade diesen Bereich hier bestimmen. Das machen wir eben durch Gleichsetzen, f geschnitten g, dann habe ich 1,8x plus 770 gleich 2,15x, hole ich die 1,8x rüber, dann bleiben hier noch 0,35x. Wenn ich jetzt noch durch 0,35 teile, dann bekomme ich genau 2200 raus. Also dieser Wert hier, das sind gerade 2200 Paletten. Und so könnten Sie es dann formulieren. Für eine Auslieferung von weniger als 2200 Paletten ist der Wechsel zum Logistikunternehmen günstiger. Das ist die A-Aufgabe hier. Da kommt das A hin. Gut, dann geht es weiter mit der B-Aufgabe. Und da geht es jetzt darum, dass die Molkerei erfahrungsgemäß aber eben nicht 2200, sondern 2550 Paletten pro Monat absetzt. Für welchen Preis müsste das Logistikunternehmen die Auslieferung pro Palette anbieten, damit es für die Molkerei Sinn macht, den Auftrag zu erteilen? Das haben wir ja gerade gesagt, bei 2500. Das könnte jetzt zum Beispiel hier so sein. 2500 Paletten. Da würden wir jetzt eigentlich feststellen, das Logistikunternehmen ist zu teuer. Wir wären mit der eigenen Auslieferung besser dran. Jetzt möchte dieses Logistikunternehmen aber natürlich gerne den Auftrag haben und sagt sich, okay, vielleicht können wir es ja auch für diesen Preis hier anbieten. Also, was muss ich tun? Ich schaue jetzt erstmal, was wären denn die eigenen Kosten,
die hier bei der Molkerei selber entstehen würden. Also brauche ich hier diesen Punkt auf der grünen Graben, eben auf dieser hier, um zu gucken, was zahlt denn die Molkerei selber für 2550 Paletten. Den Punkt kann ich ja ganz leicht ausrechnen, weil ich ja hier diese Gleichung habe. Also das hier wäre B. Dann berechne ich doch F von 2550. Das sind 1,8 mal 2550 plus 770. Wenn Sie das alles in den Taschenrechner zum Beispiel eingeben, dann hätten Sie 5360. Und das finde ich hier. 5360. Ich habe hier also einen Punkt, der die Koordinaten hat, 2550 und 5360. Gut. Also für diesen Preis müsste das Logistikunternehmen jetzt die Lieferung anbieten können oder anbieten, damit die Molkerei das zumindest noch in Erwägung zieht. Das heißt, ich muss diese Gerade hier so weit abändern, dass sie jetzt durch diesen Punkt verläuft. Also zeichne ich jetzt hier diese rote Gerade flacher ein. Durch den Ursprung verläuft sie weiterhin, weil sie ja keine Fixkosten in Rechnung stellen. Und das wäre jetzt diese neue Gerade, die könnten wir jetzt H nennen. Nachdem das hier G war. Das hier F. Ja, und das ist jetzt ganz einfach. Das B ist weiterhin 0 und ich brauche jetzt nur die neue Steigung hier für die Gerade H. Also Steigung von H. Und da sehen Sie, ich muss jetzt hier 2550 nach rechts gehen und 5360. Die 0 zu klein geworden, 60 nach oben. Also ist das Steigungsdreieck hier eben 5360 durch 2550. Ja, und da kommen Sie auf diesen Wert. Das sind 2,102. Das heißt, diese Steigung ist jetzt eben 2,10. Die Steigung vorher war 2,15. Und wenn jetzt das Unternehmen wirklich günstiger sein möchte als die eigene Auslieferung, dann müssen sie also noch ein bisschen drunter bleiben, damit es wirklich Sinn macht. Also runden wir das Ganze hier ab und machen daraus 2,10 als neuen Auslieferpreis pro Palette. Damit hätte die Gerade H, die Gleichung H von X, gleich 2,10x. Und ja, das schreiben wir noch auf. Beziehungsweise wir können jetzt auch nochmal ausrechnen, was wäre das denn jetzt für die 2550? Dann hätte ich also H von 2550 gleich 2,10 mal 2550. Und das sind dann 5355. Und das ist offensichtlich günstiger als die 5360 von dem Unternehmen selber. Also bei einem Angebot von 2,10 Euro pro Palette macht es, also 2,10 Euro pro Palette, macht es Sinn, den Auftrag zu erteilen, da die entsprechenden Kosten günstiger sind als die eigene Auslieferung, nämlich 5355 Euro statt 5360 Euro. Ja, ich hoffe, Sie sind soweit dann mit dem Blatt gut klargekommen. Wenn nicht, dann melden Sie sich gerne nochmal bei mir.